Willkommen beim 24-Stunden-Nachrichtenkanal. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Als du 10 warst, ne? was waren, da war da die Musik schon, das Tanzen, die Bühne, war das schon so in deinem Kopf? Ja, also ich habe tatsächlich mich sehr oft allein in meinem Zimmer aufgehalten und habe da entweder gesungen oder irgendetwas geschauspielert oder habe irgendwie auch da wieder mich in Rollen hineinversetzt und habe mich sehr, sehr gut mit mir selbst beschäftigen können. Habe ganz viele Kassetten aufgenommen mit irgendwelchen Synchronisationen. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber da war so dieses Entertainment-Programm schon sehr, sehr klar oder hat es bemerkbar gemacht auf jeden Fall, ja. Nun ist es ja ganz klar, das ist gar nicht von der Hand zu weisen, du bist mittlerweile ein wirklicher deutscher Superstar, ne? Du bist wahnsinnig erfolgreich mit dem, was du da tust. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, ne, das hat ja alles auch langsam angefangen. Zum Glück muss ja, man auch sagen. Ja, ne? Ich muss auch sagen, zum Glück, denn ich konnte da ganz langsam reinwachsen und der Erfolg kam nicht über Nacht, sondern wirklich, es hat sich mehrere Jahre etablieren können. Ich konnte daran wachsen, ich habe ausprobieren können, ich habe viele... Mein Gott, es gab so viele Situationen, wo ich sage, das ist gut so, dass ich das im kleinen Rahmen nur gemacht habe. Und ja, ich konnte einfach ein bisschen an Reife und an Künstlerdasein auch einfach dazugewinnen.